Jo, die ging aber fix. Ich frage mich, ob du mir bei einem kleinen Projekt helfen könntest. Klar. Du wolltest mit mir sprechen? Stimmt. Hallo, ich bin Duncan Hobhouse. Ist mir ein Vergnügen. Ich habe schon von dir gehört. Du hast gegen Trolle und Drachen gekämpft. Freut mich zu hören. Ich habe schon ein paar Abenteuer erlebt. Ich hoffe, ich werde meinem Ruf gerecht. Dein Ruf eilt dir voraus und ich schätze, er entspricht der Wahrheit. Darum bist du genau die Person, die ich brauche. Naja, in Professor Hackets Unterricht haben wir gelernt, Irrwichte abzuwehren und... Also, meine hat leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen. Sie wirken harmlos, aber ihre Zungen können einen schon erschrecken. Eben. Unsere Mitschüler haben einfach keine Ahnung. Egal, wie gerechtfertigt meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag, ich habe mittlerweile den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar Dankuff Knuddelmuff. Das ist schon witzig. Tut mir leid, aber du musst zugeben, das ist schon witzig. Das finde ich überhaupt nicht. Doch, das ist witzig. Ich hatte dasselbe gesagt. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre, als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkunde-Korridor war. Der verborgene Kräuterkunde-Korridor? Ja. Gerüchten zufolge hat der Kräuterkunde-Professor vor Professor Garlic dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt. Angeblich ist er so überwuchert, dass sich niemand mehr hineintraut. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht einen Beweis dafür besorgen, dass ich, naja, dort war. Vielleicht ein Blatt von einer besonders gefährlichen Pflanze? Was für Pflanzen erwarten mich denn im verborgenen Kräuterkunde-Korridor? Keine Ahnung. Aber hast du gesehen, was für Pflanzen Professor Garlic hat? Wenn der vorherige Professor auch nur annähernd so war wie sie, sind sie sicher nicht ganz ungefährlich. Helfen wir! Spannend. Na gut, ich werde dir helfen. Hervorragend! Das weiß ich zu schätzen. Komm zu mir, wenn du den Beweis hast. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Finde und betrete den verborgenen Kräuterkunde-Korridor. Verborgener Kräuterkunde-Korridor. Klingt spannend. Na, schauen wir mal. Ich sollte das Gelände rund um den Flügel für Kräuterkunde nach dem Eingang zum verborgenen Kräuterkunde-Korridor absuchen. Das machen wir. Ach so, dass man das immer wieder mit vorweg machen muss, ne? So, let's go, baby. Schneller. Die Tür ist anscheinend zu schwer für ihn. So, was ich mal ganz kurz gucken will. Kann man hier in den Einstellungen... Ich will das ausstellen, ich will es gedrückt halten. Komm ich besser mit klar gedrückt halten. Na, falsch! Er wollte einfach schon wieder zu der alten. Es wird über meinen Mexikaner diskutiert. Was wird denn da diskutiert, Michael? Was wird denn da diskutiert? Halt mich mal auf den Laufenden, bitte. Mach auf! Mann. Diese Türen machen mich so sauer. Wie viel du machst? Was wird denn da diskutiert, wie viel ich machen könnte? Also, sind schon Zahlen geflogen? Was glaubst du, wie lange Black noch Schulleiter bleibt? Ich habe Verwandte in Amerika. Oh. Also, ich werde schon welche machen, aber ich glaube keine 10 Liter wieder. Das ist einfach zu viel, 10 Liter. Weil es halt einfach viel zu teuer ist.
Ja, 7,5 Liter, also 5 Flaschen. Na, die Flaschen haben immer nur 1 Liter Volumen. Also ich habe ja Cola-Kiste genommen, ne? Ich gucke mal, also ich werde wahrscheinlich so 5 Liter werde ich machen. Mal schauen. Diese Ranken sind so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. 5 Liter ist auf jeden Fall machbar. Akio! Incendio! Und Kevin hat gesagt, er trinkt keinen Pfeffi. Ich habe gelacht und gesagt, er muss. Hab mal rein, so ein Lappen. Natürlich trinkt er Pfeffi. Betreten, achso. Kein Pfeffi trinken. Ich glaube, es hackt. Ich will auch gleich zu Hause bleiben. Ja, genau. So 5 Flaschen ist machbar. Das ist. Das okay. Muss der Eingang zum verborgenen Kräuterkunde-Korridor sein. Ich bin halt bei 10 Liter einfach bei 50, 60 Euro, ne? Teufelsschlinge. Die scheint im Dunkeln zu gedeihen. Vermutlich mag sie kein Licht. Levioso. Warte mal. Oha. Okay. Ja, haben wir mal getestet. Wozu Pfeffi, wenn es Met gibt? Met auch gut, aber Pfeffi auch gut. Musterung im Himmelblau. Lass dir schmecken, dein Wasser. Was halte ich ja für ein Gerücht? Chris hat gesagt, wir brauchen nicht so viel Pfeffi wegen dem Mexikaner. Der Mexikaner, ich bin letztes Jahr Freitag gekommen, der Mexikaner, das waren 10 Liter, der war Samstagvormittag alle gewesen. Nicht unbedingt, weil, ja, ich glaube, Gülle hat schon so viel gesoffen davon. Okay, das ist wahrscheinlich nicht zum Reparieren. Incendio. Okay, dann brennen wir es halt ab. Lumos. Incendio. Levioso. Lumos. Anscheinend hat die Teufelsschlinge eine Truhe beschützt. Oh, da hab ich einen guten Tipp, Leo. Das wirkt bei mir immer. Dann hält sie die Klappe. Immer gerne. Ich hoffe, es hilft. Oh, das habe ich jetzt nicht lesen können, weil da die ganzen Bot-Nachrichten durchkommen. Silberne Halbglasbrille. Oh, was ist denn das Schönes? Mach das mal. Oh Gott. Hallo, gib mein Kohl wieder. Scheiße, ich habe aus Versehen Kohl weggeworfen. Gib mir das gleich wieder aufsammeln. Nee. Ah, geworfen ist geworfen. Toll. Akio. Mein Gott. Dein Wassereis. Geil. Was für ein Geschmack. Incendio. Machen wir das an hier. Dann bleibt die da mal. Levioso. Akio. Was ist das? Ach so, das ist einfach nur so eine scheiß Fackel. Oh. Das ist was Tolles.
Okay, wir machen die Fackeln ruhig an. Falsch. Lumos. Mit nur einem Stück dieser riesigen Venemosa Tentacula könnte Duncan wohl seinen Mut beweisen. Ja, warum muss ich den Scheiß machen? Akio. Incendio. Lumos. Protego. Ups. Oh, warte. Wir gucken kurz hier rum. Lumos. Oha, Töpfe. Kirsche. Oh, Kirsche ist geil. Kann ich da noch mehr einsammeln von? Leider nicht. Oder? Nee. Schade. Schade. Ich habe dir eins auf dem Balkon gelegt. Kannst du dir abholen, Flo? Da muss ich mal Gas geben. Da muss ich mal Gas geben, sonst kann ich es trinken. Ja, Hunden, wir sammeln hier alles ein, Junge. Wir haben schwarze Gewand. Jawohl. Achso, das ist der. Okay. Alles mitnehmen hier. Aber habe ich hier nicht. Wo habe ich denn. War das hier? Moment. Wo hatte ich denn mein Dings angepflanzt? Oder ist das hier. Hier gar nicht. Brille. Wir gucken uns das auf jeden Fall gleich mal an. Hier, ne? Sie können sich ja gar nicht. Ach, klappe da. Ach, die kann ich nicht ansammeln. Okay. Wir haben unsere Diptam-Blätter. Ach, okay, du pflückst und die wachsen dann aber quasi immer weiter. Du kannst immer abpflücken und okay, du kannst diese Pflanze düngen und okay. Okay. Gut. Haben wir die schon mal. Schon mal viel wert. Das Inferno geht um. Mit. Was ist hier? Ach ja, das kennen wir schon. Alter, umso größer die Türen, umso länger dauert's, ne? Lumos. Hast Moin. Du schon etwas, um meinen Mut zu beweisen? Hallo, Duncan. Ich habe den Beweis für dich. Das ist ein Blatt? Das war ja eine riesige Venemosa Tentacula. Das ist besser, als ich zu träumen gewagt hätte. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Danke, dass du mir das besorgt hast. Was ist mit der Kohle? Ja, das interessiert. Zen, Junge, danke für deine 100 Biddies. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Gern geschehen. Kuss. Hoffe, das hilft dir, dich zu beweisen. Auf die Hahnröhre. Wenn ich das heute Abend allen im Gemeinschaftsraum zeige, ist es vorbei mit Dankuff Knuddelmuff. Dann merkt Everett, wie lächerlich der Spitzname war. Danke nochmal. Hallo, Bernd. Bis bald. Ich bin so erleichtert. Danke für deine Hilfe. Mit Dankuff Knuddelmuff ist jetzt Schluss.
ist eh nicht Schluss. Weiß er selber. Party hart, Zen. Party hart. Rebellion. Gib mir das. Gemälde von Gesundheit. Dieses Gemälde zeigt den Jungen von verwaisten Zauberer. Punkt, Punkt, Punkt. Der bekanntermaßen sein ganzes Dorf vor einer Armee von Demotoren und dem schwarzen Magier rettete, indem er einen Maus-Patronus beschwor. Aha. 7 von 15 aktuell. Läuft gut. Läuft gut, würde ich behaupten. Ja, doch. Passt. Mit Jonathan läuft's gut. Guck ihn dir an, wie glücklich er ist. So, nee, ich wollte hier. Zap, zap. Lager im Schloss. Hier sind... Genau, okay. Siptam-Blätter. Aufgrund ihrer heilenden Eigenschaften sind die Blätter ein wichtiger Bestandteil des Megapower-Tranks. Siptam-Samen können bei der magischen Rührung... Genau, das wissen wir ja schon. Flohfliegen. Super. Okay. Sammlung. Hornklumpsaft brauchen wir noch. Hornklumpsaft. Okay, wir brauchen noch einmal Hornklumpsaft oder im besten Fall mehr. Wer kennt's nicht? Den guten, leckeren Hornklumpsaft. Okay. Ah, alles mit der Zeit. Alles auch klar. Hier oben war ja nur... Genau. Nein, will das nicht. Auf damit. Hä? Wo hab ich jetzt drauf gedrückt? Hilfe! Scheiße! Was passiert jetzt? Ich habe irgendwo drauf geklickt. Spiel zu Ende. Ja, ist aber nicht so schlimm. Okay. Zeige mal her. Das ist im Verhandlungshof und scheint sich über etwas zu freuen. Ich frage mich, worauf was so aufregend ist. Ja, was ist da so aufregend und wieso darf ich mich nicht mit freuen? Und um diese Uhrzeit freut die sich da noch. Ich glaube, ich spinne. Halte Richtung. Lumos. Was ist da? War da was? Diese Kiste. Na, mein Kleiner. Warte mal, wie war denn das nochmal? Wo war der? Der war das, ne? Rebellion. Das ist falsch. Hä? Der ist doch. Ist der nicht auf. Ah, nee. Jetzt bin ich. Komplett fällt. Das geht nicht, weil er mich schon gesehen hat, ne? Haha, ausgetrickst. Oh, der guckt voll traurig jetzt. Weil er verarscht wurde. Das tut mir leid ein bisschen. Warte mal. Hey, Sebastian. Sebastian, Junge. Rein damit ihr. Lumos. Die idealischen Schlüssel sind zurück. Genial, oder? Ich freue mich auch. Ist alles in Ordnung?
Ja, tut mir leid. Es ist nur... Ich bin übrigens Nelly. Ich freue mich nur so, dass die daedalischen Schlüssel zurück sind. Was für Schlüssel? Die daedalischen Schlüssel. Die hast du sicher herumfliegen sehen. Angeblich wurden sie vor Jahren von einer früheren Schulleiterin, Professor Maul, verzaubert, um den Inhalt einiger Schränke zu schützen. Professor Black hatte keine Lust, sie zu entzaubern, und sie tauchen alle paar Jahre wieder auf. Versuch doch einen zu fangen. Noch trauriger. Warum sollte ich? Jeder Schlüssel führt dich zu einem verschlossenen Schrank im Schloss. Wenn du den Schlüssel ins Schrankschloss bekommst, was nicht leicht ist, findest du vielleicht eine Belohnung. Du willst die Herausforderung doch sicher selber abschließen. Oh, ich habe es versucht, aber ich komme nicht mal an die ersten Schränke. Vielleicht hast du mehr Glück. Ich will nur wissen, was in den Schränken ist. Vaneta, einen wunderschönen guten Abend. Und danke schön für deine 30 Biddies. Vielen, vielen lieben Dank. Warum beschwor Professor Mole fliegende Schlüssel? Ich habe gehört, dass sie damit Peeves von Wertgegenständen fernhalten wollte. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Er ist ein Poltergeist. Die kommen doch fast überall hin. Vielleicht versuche ich's mal. Das solltest du. Ich glaube, ich habe sogar einen Schlüssel im Astronomieturm gehört. Halte die Ohren offen. Ich hoffe, du folgst wenigstens ein paar Schlüsseln. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist.